Jo, was geht, Leute? Willkommen beim neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns jetzt Ofen an. Zunächst betreten wir natürlich die Stadt. Das sah gerade so aus, als hätte diese Tante da kein Gesicht. Oh mein Gott! Gesichtslose in Pokémon! Zu Herzhofen habe ich immer, sage ich nur eins. Pokémon-Wettbewerbe. Ich werde mit meinem Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Na dann, viel Spaß. Herzhofen ist ja so schön. Jedes Jahr wird es zur schönsten Stadt von ganz Sinnoh gewählt. Okay, dann schauen wir uns mal diese schönste Stadt Sinnohs mal an. Okay. Das ist die schönste Stadt Sinnohs. Und das war es auch schon. Stadterkundung beendet. Wir gehen zurück. Nein. So, hier geht's nach unten. Schauen wir zunächst nach, was hier unten ist. Ah, das sind ein paar Reporter, die lassen uns nicht durch. Ich bin weit gereist, um an diesen Pokémon-Wettbewerben teilnehmen zu können. Ja, ich tue das manchmal immer umformulieren, das was ich sage, damit es ein bisschen authentischer klingt. Ich gab meinem Pokémon viele Knuspe. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass ich die Wettbewerbe gewinnen werde. Oder werde, was auch immer. Die Wettbewerbe sind interessant, aber die Ruinen von Trostio auch. Und warum lässt du mich nicht durch? Ich gehe mich beschweren. Für welchen Sender arbeitet ihr? Ich schreibe eine Hassmail an diesen Sender, dass ihr Passanten nicht durchlässt mit euren Interviews, Zeugs und so ein Zeug, ne? Als Kameramann macht es mich glücklich, in so viele verschiedene Pokémon in den Wettbewerben zu sehen. Ach, Mediengeile. Egal. Ich sage jetzt keine Ausdrücke, sonst, ja. Komme ich ein bisschen unsympathisch, glaube ich, rüber. Ein Haspirohr! Los, Pokémon-Kampf! Nein. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspirohr, wer weiß, wohin gelaufen. So, Haspirohr, zurück in den Pokéball mit dir. Ich bin Julia, ich bin Juror im Pokémon-Wettbewerb. Besuche mich in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Nein. So, hier ist Route 208 auf der linken Seite und auf der südlichen Seite ist Route 212. Aber die Report lassen uns nicht durch. Bäh. Alles klar, hier sind ein paar Springbrunnen. Und es ist dort Herzhofen, warm und freundlich. Alles klar. So, und hier ein weiteres Schild, Trostio 200, Route 209. Aber da lassen uns Wanderer nicht durch. Mein Gott, was ist denn hier los? Mann, die Leute von Herzhofen werden gute Türsteher. Die lassen einem nie vorbei. Hallo, hallo, willst du ein Pokémon-Ei? Das wurde in der Pokémon-Pension in Trostio gefunden. Möchtest du es haben? Meinetwegen. Augenblick, du hast nicht genug Platz für das Ei. Oh. Na gut, dann gehe ich gleich ins Pokémon Center und lege ein Pokémon ab, damit wir das Ei mitnehmen können. Ist nicht möglich. In der Pokémon-Pension in Trostio wurde ein Ei gefunden. You don't say. In Johto sind angeblich auch Eier gefunden worden. Eier. Gefunden worden. Hitlers zweites Ei. Okay. So, wo ist denn das Pokémon Center hier? Ich kenne mich hier ehrlich gesagt nicht aus. Da ich, wie gesagt, die vierte Generation nicht so heftig gezockt habe. Nee, hier ist die Arena. Verdammt, wo ist die... verdammt, wo ist das Pokémon Center? Ich glaube, ich steige auf mein Bike, sonst verzweifle ich noch an der B-Taste. Ah, hier ist es. Okay. Das ist eine ziemlich große Stadt. Oh nein, eine lange Stadterkundung wird es werden. So, okay, was lagern wir denn jetzt dafür ein... Nein, Quatsch, jetzt habe ich mich vertippt. Verdammt nochmal, ich wollte dich vertippen hier. So, Pokémon bewegen, was lege ich denn ab? Was brauchen wir denn gerade nicht? Haspirohr. Werden wir noch Zerschneidestellen sehen? Ich schätze nicht. Fürs Erste. Du kommst in die... Na, wo ist denn die andere Box? In die VM-Pokémon-Box. Okay. Nehmen wir schnell das Ei mit. So. Steigen wir nochmal auf unser höchst stylisches Bike. Was wir einfach so geschenkt bekommen haben. Wie fast jedes Bike in einem Pokémon-Spiel.
Hallo, hallo, ja, komm, gib mir das Ei. Ohne zu quatschen, vielen Dank. Ich habe jetzt das überall gehört, wenn du mit diesem Ei und mit Energie... Energetischen... Das Wort habe ich noch nie gehört. Energetischen. Was soll das bedeuten? Da muss ich mir die Definition am Ende des Parts anschauen. Energetischen, oh Gott. Pokémon Reis schlüpft etwas. Das hat irgendjemand mal behauptet. Vielleicht Professor Lind aus Johto? Ja, vielleicht. Gut. Warum stellst du dich mir in den Weg? Einfach so. Ich bin den weiten Weg von Höhen hierher gekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. Ich war beeindruckt, so viel Hilfsbereitschaft einem Fremden gegenüber. Darf ich dir nun zeigen, wo es zur Wettbewerbshalle geht? Nein! Oh, ich bitte um Verzeihung, ich wollte mich nicht einmischen. Ja, komm, wir sterben. So, hier ist eine Mutter mit ihrem Kind. Wenn ich mein Baby spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Mir fallen Treppen, Stufen und Schlaglöcher auf. Aha, Schlaglöcher. Okay, dann wärst du ein guter Kandidat für Karglas. Naja. Appapapu, ein neues Pokémon. Wo ist mein Pokéball? Verdammt. So, es gibt hier Wettbewerbe und wir haben den Platz der Treue. Da wir von überall hier Besucher empfangen, halten wir die Stadt schön. Ein bisschen zu schön. Naja. Leute aus der ganzen Welt schauen bei den Pokémon-Wettbewerben zu. Was soll ich nur tun? Die ganze Welt wird mich sehen. Tja, that's your problem, not mine. So, hier ist ein Aufzug. Ich bin gespannt, wo es hier hingeht. So, okay. Ich habe etwas, was deine Pokémon halten können. Diesen Seegesang. Seegesang ist gut, denn das heilt die KP unseres Pokémons immer auf, wenn es eine Attacke benutzt. Gut, das könnten wir unserem Bronze geben, wenn es die Attacke Delegato benutzt. Braucht es ja immer wieder. Oh Gott, ich sollte meine Pokémon vielleicht heilen. Das habe ich vergessen, vorhin im Pokémon-Sender noch zu machen. Ich kümmere mich gleich drum. Und hier läuft wieder ein Fernseher, aber das muss ich glaube ich nicht nochmal erwähnen. So, okay, hat sich doch gelohnt. Wir haben einen Seegesang bekommen und ihr seht, es lohnt sich, Städte zu erkunden. Auch wenn man meistens keine besondere Lust darauf hat, diese ganzen Dialoge hier zu lesen. Aber man kann die ja auch überspringen, wenn man sie nicht lesen möchte. Pokémon Fanclub, alle Trainer sind willkommen. Hoffentlich kriegen wir wieder einen Sonderbonbon. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wär's mit einem schnellen Interview? Nein. Oh, wie schade. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Ja, such dir einen anderen Deppen. Hallo, hallo. Ich sag mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was willst du dann tun? Nun, ich sage mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knusp. Warum fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung ziehen ausdrücken kann. Ein Beispiel, wenn ich sage mal, meinem Pokémon einen knusprigen Knusp gebe, gewinnt es deutlich mehr an Anmut. Anderes Beispiel, ein scharfer Knusp, ich denke mal, schenkt meinem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knuspe, ich sage mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hiermit schenke ich dir diese Knusbox. Werde ich nie benutzen, trotzdem danke. Fülle sie, ich sage mal, mit vielen Knuspen und verteile sie großzügig an deine Pokémon. So, hier ist ein Enton. Willkommen im Pokémon Fanclub. Oh, dein Petersdom. Es gewöhnt sich an dich. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, das stimmt. Pipi. Pipi macht Pipi. So, Haspiro. Haspiro. Knapp, knapp. Knapp, knapp. Erinnert mich an eine kleine Szene. Ich meine, Hasen, die knabbern ja gerne an Sachen rum.
Ich hatte mal einen Hasen bei... Ach komm, ich mach das jetzt schnell. Ich hatte mal einen Hasen bei meiner Oma und Opa. Und den habe ich mal so auf dem Arm genommen, ne? Und dann hat es so rumgeknabbert. Und wo ich ihn dann weggenommen habe von mir, ist mir aufgefallen, dass er mein T-Shirt angeknabbert hat. Und das war dann, dann war ich nicht mehr so glücklich auf ihn. War aber trotzdem ganz lustig. So, das war total unnötig. Ich habe einfach mal Hallo gesagt und mehr auch nicht. Also wenn ihr mal interviewt wird, sagt ganz groß und fett Macholo. Ja? Ganz groß und fett. Ich meine ganz laut Macholo. Am besten so richtig laut in die Kamera schreien. Ja? Und dann checken sie die Report endlich. Ja, der Kinderwagen wird von Tag zu Tag schwerer. Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird? Mit einem Mewtwo. Papa, Mama. Ja, genau. Es kann schon sprechen, ist das nicht schön? So, gibt es neue Items? Wir haben ja jetzt zwei Orden. Ich würde gerne das Item Beleber kaufen, aber ich habe zwei Orden. Und das genügt leider nicht. Hast du zwei Orden für einen Wanderer? Respekt. So, was können wir denn kaufen? Pokéball, Trank, Superball, Supertrank, meine ich natürlich. Gegengift, Paraheiler, Aufwecker, Feuerheiler, Eisheiler, Fluchtseil, Schutz. Alles klar, sind deutlich bessere Items. Was hieß hier? Rosa Brief, Heilball, Netzball, Nestball, okay. Ich habe gehört, man kann hier schöne Accessoires finden. Angeblich soll es welche auf dem Platz der Treue geben. Interessiert mich nicht. Das ist nämlich so ein Zeug für Mädchen, dieses Accessoire-Zeugs und Pokémon-Wettbewerb. Und deswegen bin ich nicht so begeistert davon. Oh Gott, hier kann man Knusp kaufen. Oh je. Hallo, hier kannst du Beeren kochen und aus ihnen Knusp machen. Möchtest du allein kochen oder mit anderen zusammen? Allein. Oh Gott. Also ich mache das jetzt einfach mal zur Demonstration, werde ich aber in Zukunft nie mehr wieder machen. Ich nehme mal, was nehme ich denn da? Sinebeere. Nein, Sinebeeren brauchen wir. Fragebeeren. Halt, nein, brauchen wir auch. Verdammt, irgendeine nutzlose Beere muss ich loswerden. Nana-Beere. Das ist eh so eine Knusperzusatz. Oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Wird es mir erklärt oder so? Halt! Los, ja. So. Okay, und jetzt? Es brennt an, rühren. Aha. Aha. Okay. Und jetzt? Oh je. Das ist so albern. Hey, das macht sogar Spaß. Lalalala. Oh, verdammt. Ich glaube, ich mache das ganz gut, wenn man bedenkt, dass ich es zum allerersten Mal, glaube ich, mache. Oder vielleicht mache ich es auch total schlecht. Na, das ist... andere Richtung, schnell, schnell. Ich mach doch schon so schnell ich kann. Ach, verdammt nochmal. Oh Mann. Es wird so schwarz werden. Noch schwärzer als die Nacht. Okay, das war's. Bitte Knusp Level 5 mal 1. Alles klar, und das kann man jetzt seinen Pokémon geben, oder was? Ne, komm, das reicht schon, die Demonstration ist beendet. Komm ruhig wieder, wenn du Lust zum Kochen hast. Ich hasse Kochen, hab ich noch nie gemocht. Alles klar, okay. Wo ist denn die Knusbox hier? Okay, ich gebe das mal eins meiner Pokémon, einfach mal so, wie gesagt, zur Demonstration, Frau Löwe. Mark ist sauer. Ist mir egal. Frau Löwe aus dem Knusp ungern. Alles klar, da unten steht ja immer, wie ob es ja, das Lieblingsessen, ob es saure Sachen mag oder scharfe Sachen. Und diese Knuspe muss man seinen Pokémon geben, damit sich der Wert seines Pokémons erhöht.
Und damit kann man dann im Wettbewerb Bonuspunkte erlangen, soweit ich weiß. Also ich kenne es nur aus der dritten Generation und kann es ungefähr so herleiten, dass es so ist. Naja. Hi, hast du schon mal gekocht? Ja, ich erkläre dir immer wieder gerne, wie du letzte Knuspe für dein Pokémon-Team zubereitest. Am Anfang musst du bla 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 bla. Nicht so wichtig. Gute Ernährung macht Menschen und Pokémon energetisch. Da ist schon wieder dieses Wort. Energetisch. Jetzt reicht's, ich notiere es mir jetzt. Moment, wo habe ich denn hier einen Stift? Nach dem Part werde ich es einblenden, die Definition von energetisch. Wartet kurz, ich muss hier erstmal einen Stift finden. Ah, verdammt, hier ist ein Stift. Hier ist ein Stift. So. Energetisch. So, nach dem Part werde ich das einblenden, die Definition. Moment. Ach, so, okay. Energetisch. Da, oh verdammt, meine Tastatur ist wieder. Moment, jetzt. Da unterscheiden wir uns gar nicht. So, und was hat dein Mann zu sagen? Hast du Beeren? Für gute Knospe brauchst du seltene Beeren. Beeren, soll ich in den Wald gehen und nach Beeren suchen oder was? So Beeren jagen mit einem Jagdgewehr oder was? Und dann damit stelle ich dein Knospe her. Das klingt plausibel. Plausibel! Und je mehr Köche du hast, desto leckerer werden deine Knospe. Oh Gott, ich glaube, da kann man irgendwie so Multiplayer auch so... Oh Gott, da kann man Multiplayer ein bisschen kochen, oh Gott. Stell euch das mal vor, man geht so mit seinen Freunden so, mit vier Freunden so, haben so die Äste in der Hand und dann schlägt einer vor, hey komm, wir kochen ein paar Knospe. Ich gab meinem Pokémon einen Wasserstein und es entwickelte sich. Aha, und hier ist so ein Gebäude, das aussieht wie, so aussieht wie ein Kloster oder ein Schloss oder so, ach, keine Ahnung. Irgendwas so eine Kirche auch, ja, Kirche ist gut. Dabei gibt es in Japan gar keine Kirchen, soweit ich weiß. Oder kaum Kirchen. Naja. Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn. Und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur. Und Pokémon. Und die Welt. Ach ja. Einsamkeit ist ganz alltäglich. Sie verleiht mir Mitleid mit anderen. So freue ich mich auf eine glücklichere Zukunft. Und ich genieße die schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Ja, die Zeit heilt viele Wunden. Es gibt Worte, deren Bedeutung noch nicht jeder erfassen kann. Sie lauten Liebe und Freude. Aha. Na, renn doch nicht von mir weg. Na, wenn Menschen und Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen. Es bringt die Welt Harmonie. Pokémon, Menschen, es ist ganz normal, dass wir uns voneinander unterscheiden. Beurteilen ein Pokémon nie nach seinem Aussehen oder seiner Stärke. Suche nach seinen inneren Werten, sein Charakter, nur das zählt. Sachen herzustellen ist eine Kunst, die den menschlichen Geist erschöpft. Und wenn der Geist wieder geheilt ist, kehrt auch der Wunsch nach seinem Erschaffen zurück. Ein wundervoller Kreislauf. So, Gedenkstunde an irgendwas. Gedenkstunde vorbei. Gedenkstunde 2.0. Gedenkstunde 2.0 vorbei. Okay. So, also hier ist eine Kirche, falls man beten möchte oder so ein Zeug, seine Beichte ablegen möchte oder so ein Zeug, falls man Pokémon umgebracht hat und sich dann die Sünden heraussagen möchte. Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben. Oh Gott, ist das kitschig. Aber mein Freund will nach Schleide. Ich sag immer Scheide. Schleide. Wegen der Spielhalle dort. Oh, Spielhallen. Sehr gut. Spielhalle auf jeden Fall. Besser als Herzhofen. So. Man nennt mich ja Deko. Hallo, Herr Deko. Niemand kennt den wahren Namen von mir. Nein, nicht einmal ich selbst. Hä? Hast du überhaupt einen wahren Namen? Naja. Ich suche seltene Items. Das ist mein Leben. Ich werde etwas Seltenes für dich finden. Frag mich demnächst nochmal. Vielleicht, wenn ich mal dazu komme. Es gibt so viele Accessoires für Pokémon, so viele verschiedene... Ich kann mich gar nicht entscheiden.
Ich schon, nehme einfach das da und das da und aus. Und gut ist, meine ich. So, was hast du zu sagen? Ich sehe Pokémon jeden Tag, aber es gibt bestimmt noch viel mehr. Es gibt, wie viele es wohl insgesamt gibt? 718. Tendenz steigend. 30 Jahre lang habe ich einsam in den Bergen gelebt. Ich habe mal einen Tanz erfunden, mit dem ich den Wettbewerb gewinnen werde. Aha, interessant. Hier ist die Arena. Da werden wir im nächsten Part erst vorbeischauen. Aber wir können ja schon mal das Schild lesen. Pokémon Arena Herzhofenleiterin Lamina. Die betörende Tänzerin. Oh Gott. Lauter kitschige Sachen hier. Naja. Diese Stadt ist eher feminin als maskulin. Naja. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Na, ah, das ist doch schon mal was anderes. Oh wow, du bist ein Pokémon-Trainer. Pokémon um sich zu haben bedeutet viel Verantwortung zu übernehmen. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Ja, geht so. Aha, du bist ein Trainer? Da hast du bestimmt eine enge Bindung zu deinem Pokémon. Du weißt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt es sich das Pokémon daneben und schläft auch. Kufu. Er lernt Kung Fu, glaube ich. Und das ist ein Kampfschrei. Kufu! Wenn ich groß bin, möchte ich ein Pokémon-Koordinator werden. Aha. Warum erzählt ihr mir das alles? Warum erzählt ihr mir so eine Information? Die hat doch gar nichts mit dem Spiel zu tun. Wieso? Okay. Meine Schwestern bekommen alle Aufmerksamkeit. Für mich interessiert sich keiner. Achso. Ha! Ja. Leb als Emo weiter in deiner Ecke. Hier ist ein Aufzug. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Item. Das letzte Gebäude mit dem Aufzug hat uns ja auch ein Item beschert, ein ziemlich gutes, nämlich das war Sägesang. Oh Gott, hier leben Rentner. Herzhofen sei kinderfreundlich, sagen manche, aber das stimmt nicht ganz. Herzhofen ist freundlich zu Kindern, zu Erwachsenen und zu Pokémon. Alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon. Das wird nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Meine Welt, in der alle Menschen in Frieden und Harmonie zusammenleben. Das wünsche ich mir. Nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Treppen. So ist es schöner. Ohne Treppen können sich die kleinen Pokémon viel freier bewegen. Ja, und Rentner müssen nicht tausende Stufen laufen. Was auch deutlich komfortabler ist. Oh nein, ich wollte nicht zum Singen anfangen. Verdammt, die Musik verleitet mich zum Singen jetzt. Ich werde hier nicht singen. Der Part ist eh schon kitschig genug. Da muss ich jetzt auch nicht singen. So. Alles klar. Und hier ist das Pokémon Center. Da werden wir gleich vorbeischauen. Und unsere Pokémon natürlich auch heilen. Es gibt so viel, als es war für Pokémon. Also die hatten wir schon, genau. Den Typen hatten wir auch schon. Oder die Typin, ich weiß nicht. Okay. Was ist denn hier alles? Was ist denn das? Was soll das sein? Sagst du es mir vielleicht? Was ist das? Ah ja, ich glaube, die schaut gerade meine Let's Plays auf ihren Laptop an. So, welchen Part bist du denn gerade? Part 10 erst. Oh, da hängst du aber hinterher. Mensch, du musst mehr Parts anschauen. Schaue mehr Parts an! Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber schaue mehr Parts an! Oh, du bist ein Trainer! Das heißt, dass du Pokémon verwendest, ist klar. Nein, dass du Boxen verwendest. Du bist also ein Endverbraucher. Oh, was ist denn? Du schaust so erstaunt. Ach ja, natürlich. Entschuldigung, ich rede wieder schneller als ich denke. Ich heiße Lana. Kennst du die Boxen in den PCs überall? Ich bin die Systemadministratorin. Oh Gott, schweres Wort. Systemadministratorin. Alles klar. Schön, dass wir die auch mal kennenlernen. Und was schaust du jetzt an?
Hä, warte, welche Seite bist du denn jetzt? Halt, was machst du? Oh Gott, ich geh, was? Alles klar, Herzhofen, Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon, bla bla bla. Warum sagen alle Schwestern das gleiche? Sind es irgendwie Klone? Wahrscheinlich schon. Alle Schwestern sind Klone. Hallo, hast du eine Knirsbox? Ja. Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon Fanclub besuchen. Ich war bereits im Pokémon Fanclub und ich habe sogar auch eine Knirsbox. Es heißt, die Arenaleiterin Lamina ist im Moment nicht da. Ha, sie hat bestimmt von mir gehört und ist geflüchtet. Ja, bestimmt. Hast du schon die GTS in Jubelstadt ausprobiert? Nee, noch nicht. Sie verwendet das Nintendo Wi-Fi Connection, WFC. Ich kann es nicht erklären, aber es ist fantastisch. Ja, genau. Das ist wieder so eine kleine Werbung von Nintendo. Haben wir dich schon angesprochen? Ach, naja, dich hatten wir schon angesprochen, genau. Gut, hier ist ein Pachirisu und ein Wanderer. Heute war ich mit meinem Pachirisu auf dem Platz der Treue. Unterwegs fanden wir eine Pokémon-Feder. Meinst du vielleicht mein Pachirisu eine Anmut? Wenn du Glück hast, ja. So, hier ist der Wettbewerb, die Wettbewerbshalle. Oh Gott, ja. Das ist jetzt ziemlich mädchenhaft, aber ich gehe jetzt einfach mal rein. Einfach mal so zur Demonstration. Pokémon-Wettbewerbshalle offen für alle Enthusiasten. Okay, dann kann ich da nicht rein, weil ich bin kein Enthusiast. Oh Gott, schweres Wort. Lauter schwere Wörter hier. Genauso wie energetisch. So, ich versuche mich jetzt ein bisschen weiter zu drücken. Was bist du für ein Typ? Ich habe die Fangstärke im Turm der Ruhenden erhalten. Der Turm der Ruhenden ist auf der Route 209 auf dem Weg nach Trostio. Okay, gut zu wissen, denn die volle Stärke brauchen wir für unser nächstes Team-Pokémon. So, wo geht's denn hier lang? Hier geht's zur nächsten Route, nämlich zur Route... Ah nein, das ist Platz der Treue, Osttor. Geh mit deinem Pokémon spazieren. Wollen wir das machen? Später vielleicht. So, waren wir in diesem Haus schon? Ja genau, da waren die Rentner, glaube ich. Okay, Wettbewerbshalle. Seufzt. Oh, es tut mir leid. Oh Gott, Akzent. Oh, es tut mir so leid. Entschuldigung. Willst du an einem Wettbewerb teilnehmen? Viel Vergnügen. Zufällig ist auch Lamina, die Arena-Leiterin von Erzhofen, eine Wettbewerbsexpertin. Vielleicht fragst du dich, wo er dich das weiß. Nun, ich bin Lamina. Einer Starkes kannst du mich herausfordern, aber noch nicht. Erst musst du deutlich stärker werden. Okay, ich hoffe, das war jetzt ein guter Akzent. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Warum ist hier alles lila? Warum? Oh, mein Held. Oh, hallo Kevin. Was? Nein, wirklich. Katrin ist deine Mutter? Ja, anscheinend. Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Kevin nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh, ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Glitzerpuder. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Nein. Starte dein Pokémon von dem Wettbewerb mit diesem Accessoire aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Jura, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, dann bis später. Ja, bis nie wieder, sag ich mal. Hast du so überrascht, mich zu sehen, Kevin? Nicht wirklich. Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Aha, meine Art hast du spackt extrem, das gibt's doch gar nicht. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Nicht wirklich.
dann solltest du dich etwas besser anziehen. Es ist immerhin eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an, das passt besser. Ein Smoking. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Genieße die Wettbewerbe. Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Ja, mach's gut. Hau ab, na los. Ich will dich nie wieder sehen. So. Alles klar. Gut, was ist denn das? Ein Rahmen für ein Foto. Okay, und hier ist ein Rahmen für ein Foto. Ach, wer hätte es gedacht? Aber was hier ist, erstaunt euch sicherlich, denn es ist ein Rahmen für ein Foto. Und links von einem Rahmen für ein Foto finden wir natürlich einen Rahmen für ein Foto. Und hier ist natürlich, wer hätte es gedacht, ein Rahmen für ein Foto. So. Sie hängen Fotos der Gewinner auf. You don't say. Oh man, wieder so ein Clown. Ein Wettbewerb hat drei Teile. Modell, Tanz und Aktion. In diesen drei Kategorien werden die Teilnehmer bewertet. Ein Pokémon, das Knuspel kam, schneidet im Modellwettbewerb besser ab. Modell, müssen sie da so Modelle bauen oder so Modelle von so Fabriken oder ich habe keine Ahnung. Also ne, im Modellwettbewerb, da tun sie halt so, so Gerüste bauen, ne, so von so Fabriken für die Pokémon-Industrie, genau. Du solltest lernen, wie man in der Knusperei leckere Knuspe kocht. Vielleicht, so. Hier kann man, glaube ich, online spielen, wenn man das denn möchte. Genau, Ergebnis Link-Wettkampf, richtig. Also hier kann man online spielen, wenn man Bock drauf hat. Da ist normal. Und was ist hier? Übungswettbewerbe. Ah, hier kann man üben, aber ich möchte jetzt nicht üben, sondern ich möchte gleich aufs Ganze gehen. Okay, was ist dort? In einem Coolness-Wettbewerb musst du coole Attacken vorführen. Die Juroren müssen bersten vor Spannung. Also, wenn die... Ich dachte, da fehlt gerade ein Buchstabe, deswegen war ich gerade so überrascht. Bersten, naja. Wenn die Spannung den Höhepunkt erreicht, erhältst du Bonuspunkte. Ja, verdammt, das kann hier nicht durch. Warum ist hier alles lila? Ich fühle mich hier nicht wohl. Für den Modellwettstreit solltest du dein Pokémon mit Accessoires austauschen, die zum Motto passen. Wenn du also viele verschiedene Accessoires hast, bist du im Vorteil. Achso. Ach, ich kann da gar nicht runter, oder wie? Na, ich kann da tatsächlich nicht... Ah doch, da ist eine Treppe. Okay. Im Tanzwettbewerb muss dein Pokémon die Schritte des Haupttänzers genau imitieren. Aha. Nein. Hey. Und was hast du zu sagen? Beim Aktionswettstreit muss dein Pokémon die richtigen Attacken vorführen. Und noch wichtiger ist die korrekte Auswahl des Jurors. Wenn alle den gleichen Juror wählen, kann dein Pokémon ihn weniger beeindrucken. Okay, was das ist, kann ich nicht sagen. Hier ist auf jeden Fall die Bühne. Okay, dann mache ich jetzt einen Wettbewerb. Verdammt, ich habe so keine Lust drauf, aber egal. Ziehen wir es durch. Willst du an einem Wettbewerb teilnehmen? Und du hast eine Knusbox? Sehr gut. Dann habe ich einen überaus geschmackhaften Knusp für dich. Einen lieblichen Knusp. Aha. Gib den Knusp dem Pokémon, das an dem Wettbewerb teilnehmen soll. Ach, und noch eins. Genieße die Wettbewerbe. Am besten bereitest du dich vor, indem du zunächst etwas übst. Am Schalter ganz rechts kannst du Übungswettbewerbe bestreiten. Muss das sein? Man kann doch direkt aufs Ganze gehen. Das ist doch völlig egal. Alles klar, ich gebe diesem Knusp Level 60. Ich habe keine Ahnung, was das Level bedeuten soll, aber gut. Ich gebe es jetzt einfach mal Frau Löwe. Mag es sauer. Nimm einfach das da. Okay. Hä? Glanz? Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott. Coolness wurde erhöht, Schönheit wurde erhöht, Anmut wurde erhöht, Klugheit wurde erhöht, Stärke wurde erhöht, alles wurde erhöht, so. Bitte mehr Knusper von dem, das wäre echt Korall, naja. Gut, dann los geht's. Willkommen in der Wettbewerbshalle. Ich kann dir helfen, dich für einen Wettbewerb einzutragen. Möchtest du dein Pokémon für einen Wettbewerb anmelden? Ja. Welche Klasse willst du? Normal. Boah, was nehme ich denn? Erstmal muss ich die Attacke meines Pokémons anschauen.
Also ich fand die Sache in der dritten Generation viel cooler, weil es da nicht so mädchenhaft war. Aber hier ist es ja extrem mädchenhaft. Naja, gut, cool, okay. Cool oder stark? Was nehme ich denn? Was sind die Effekte eigentlich? Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke. Hier dasselbe, in dieser Runde kann die Spannung nicht sinken. Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke. Alles klar, ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. Höchstens einmal, wenn ich dazu gezwungen wurde. Von der Story her muss ich das ein paar Mal machen, aber ich habe da mich nicht besonders angestrengt darin, deswegen lege ich keinen Wert darauf, sowas zu machen. So. Alles klar, ich trage Frau Löwin in den Wettbewerb ein. Alles klar, es geht los. Jetzt sehe ich aus wie Giovanni aus, Team Rocket irgendwie, naja. Gut. Warum haben sich meine Haare verändert? Die waren doch gerade eben anders, oder? Ich weiß es nicht. Gleich fängt an, der Normalklasse Pokémon Stärke-Wettbewerb. Mein Name ist Dexter, ich bin der MC und einer der Juroren. Die Ergebnisse werden am Ende bekannt gegeben, also lauft mir nicht weg. Und hier sind unsere Teilnehmer. Nummer 1, hier ist Manuela. Und hier ist Nummer 2, Tristan. Ein Applaus für Nummer 3, Ulrich. Und schließlich noch Nummer 4, Kevin. Als erstes muss die Garderobe stimmen, damit wir zur Bewertung kommen können. Schmückt eure Pokémon für den Modellwettstreit. Geben wir den Teilnehmern Zeit, sich hinter der Bühne vorzubereiten. Das ist 60 Sekunden Zeit. Oh Gott, nein. Oh, ich hasse es. Ich mag keine Zeit. Farbenfroh, alles klar. Verdammt. Muss ich jetzt irgendwie viele Farben einbringen oder was? Oh Gott. Alles klar, oh Gott. So. Oh Gott, ist das kitschig. Naja, gut. Was ist das? Genau, da ein Baum. Hier ungefähr. Da, genau so. So. Dann. Hier, glaube ich. Ne, hier, da. Hier ist besser. Und dann. Haben wir dann noch irgendwas? Hintergrund. So. Ja, ich glaube. Das passt so, oder? Was meint ihr? Ja, komm, passt. Vielen Dank für eure Geduld. Jetzt beginnt der Modellwettstreit. Oh Gott. Aha. Achso, ganz rechts würdet ihr jetzt die Begeisterung sehen. Ich, das wird angezeigt mit ein paar Herzen. Bei dem Charmian sind es 3. Bei dem Pantimimi. Mann, das sieht cool aus. Sind es 2. Und bei unserem sind es. Was zum. Viel zu viele. Das liegt an den Knospen, glaube ich. Der Tanzwettstreit wird gleich beginnen. Können die Dörbebe den Tänzen folgen? Ich kann nicht so schnell lesen, halt! Oh Gott. Ich blamier mich hier. Was? Halt! Moment! Mach ich das richtig? Ich glaube schon. Okay. Zap. Verdammt. War das gut? Ich hab's nicht gesehen. Zap. Hey, das macht sogar ein bisschen Spaß. Naja. Zap. Ich glaube, ich mache das ganz gut. Wenn man bedenkt, dass ich das kaum mache, so jetzt sind wir dann. Haha, das sollte schwer sein. Ach, verdammt, die haben es gut gemacht.
Ah, da waren schon mehr Fehler drin als eben so. Achso, das war's schon. Damit ist der Tanzwettstreit beendet. Im Moment führt Kevin. Hat es noch jemand in Aktionswettstreit aufholen? Niemals. Okay, das erinnert mich an der dritten Generation. Alles klar, was haben wir denn? Das ist hier ein... War es ein Stärke- oder ein Coolness-Wettbewerb? Ich hab's keine Ahnung. Ich tue jetzt einfach mal Funkensprung vorführen. Und zwar... Ich habe keine Ahnung, was das mit den Neuronen zu tun hat. Ich mach mal auf Dexter. Alles klar, es gibt 3 Herzen. Fußkick, scheint Stärke-Wettbewerb zu sein. Ich glaube, Stärke ist eine... Ja, Fußkick ist eine Stärke-Attacke, genau. Alles klar, wir haben einen Stärke-Wettbewerb. Gut zu wissen. Duplex Hieb. Alles klar, es erhöht sich die Spannung. Und ich glaube, wenn sich die Sterne füllen und man dann eine Stärke-Attacke einsetzt, dann kriegt man Bonuspunkte, soweit ich weiß. So war es zumindest in der dritten Generation so. Wie es hier ist, kann ich wie gesagt nicht sagen. Ich kenne diese Generation wie gesagt nicht besonders gut. Oh, es kriegt ja Bonuspunkte. Hey, wir kriegen Bonuspunkte. Hey, die kriegen Bonuspunkte. Okay, der mit den wenigsten Punkten beginnt. So, ich probiere es jetzt mal mit Biss auf Normal Dexter. Ah, die sind alle auf die anderen Juroren fixiert, glaube ich. Dexter ist momentan ziemlich uninteressant für die anderen. Ha, für diesen Juror wurde schon mal vorgeführt. Okay. Da ist die Spannung von Julia, möchte es. Nee, Quatsch. Keine Ahnung, wer das ist. Auch von der Linken auf jeden Fall. Müsste dann auf Maximum sein. Okay. Das haben wir Dexter ein bisschen aktiviert mit einem Stern. Oh, plus 3. Gut, sind wir jetzt dran? Nein. Ich könnte jetzt auf die linke gehen oder auf die rechte. Oder auf Dexter nochmal. Ich glaube, ich gehe auf die rechte dieses Mal. Mit einer Stärke, mit einer Tackle-Attacke auf Julia. Okay. Dass der Erik aktiviert, war schon klar, es gibt da 5 Bonuspunkte. Wenn wir Glück haben und jemand aktiviert die Fidel, die ganz rechte, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance, Bonuspunkte zu erreichen. Aber die gehen wieder auf Julia, glaube ich, zumindest. Ja, scheint so zu sein. Tackle! Gut, jetzt haben wir die auf 3 Sterne hochgepowert, sag ich mal. Gibt es hier eigentlich Kombinationen? Ja, scheint so zu sein. Letzte Vorführung plus 2. Warum beginnt der mit den wenigsten Punkten? Ah, okay. Wenn jetzt jemand die ganze Rechte aktiviert, dann können wir 5 Bonuspunkte erreichen, wenn der... Ja. Wenn wir jetzt... Weil wir jetzt auch auf die Rechte gehen, aber ich glaube, der geht auf wen los? Ah, verdammt, der tut Dexter beeindrucken. Na gut, das heißt, wir können jetzt die Rechte nicht mehr beeindrucken. Also mit 5 Sternen meine ich, 5 Bonussternen kriegen wir es nicht. Weil es sind momentan nur 4 auf die, aber jetzt kann jemand anderes die 5 Sterne dann absahnen. Und Pantini macht das.
es gibt 5 Bonuspunkte für Fantilimi. Ah, das war der Fehler von uns, aber macht eigentlich nichts. Warum gehen alle auf die Julia jetzt los? Quatsch, die rechte meine ich. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ganz links ist Julia, Mitte ist Dexter, ganz rechts weiß ich nicht. Okay, jetzt müssten wir am wenigsten Punkte, glaube ich, haben. Und jetzt ist alles vorbei. Super. Das war's, Leute. Die Bewertungen sind abgeschlossen. Welches Pokémon wird wohl der Gewinner sein? Hier sind die Ergebnisse. Und jetzt ist an der Zeit, den Sieger der einzelnen Kategorien zu nennen. Zuerst die Ergebnisse des Modellwettstreits. Ja, ihr seht, unsere Frau Löwe sahnt richtig ab. Gut, tanzen waren wir auch ganz gut, aber im letzten haben wir ziemlich verkackt. Aber es reicht trotzdem für den Sieg. Gewonnen hat Nummer 4, Frau Löwe von Kevin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Herzlichen Glückwunsch, der Gewinner ist Frau Löwe von Kevin. Und hier ist der Preis, Band der Stärke. Wir freuen uns auf deine nächste Teilnahme, die es nie geben wird. Jetzt können wir mit Frau Löwe in einem Superwettbewerb teilnehmen und wenn man Superwettbewerb geschafft hat, kann man an einem Hyperwettbewerb teilnehmen und wenn man Hyper-Mega-Wettbewerb geschafft hat, kann man an einem Mega-Wettbewerb teilnehmen und wenn man Mega-Wettbewerb gewonnen hat, dann wird das Porträt von Frau Löwe hier ausgestellt. Hier wird es dann ausgestellt, dann kann man sich das anschauen. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wär's mit einem schnellen Interview? Ja. Ich sage einfach wieder mach hallo. Ja, der Wettbewerb, der war so, ich würde sagen, der Wettbewerb war so Hassbüro. Ich wollte eigentlich mach hallo sagen, aber egal. Gut, dann schauen wir uns noch zur, um ein bisschen runterzukommen. Ich meine, Wettbewerb, nach einem Wettbewerb ist man immer ziemlich aufgebracht, ne? Besonders wenn man gewonnen hat. Ja, dann ist man ziemlich aufgebracht und man muss sich ein bisschen beruhigen. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen mit einem unserer Pokémon in den Park der Freude, der hier ist. Oder ist er dort? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass er auf der rechten Seite ist. Ja, der war auf der rechten Seite, verdammt. Können wir hier aber trotzdem vorbei? Na, hier ist auch der Platz der Treue. Okay. Aber wir haben uns die Leute hier noch gar nicht angeschaut, die so reden. Oder die dort sind, sagen wir es mal so. Auf dem Platz der Treue kannst du mit anmutigen Pokémon spazieren gehen. You don't say. Mein Pikachu gefällt es mal, den Pokéball zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Das sehe ich daran, dass seine Wangen ganz freudig zucken. Okay. So, Platz der Treue. Auf dem Platz der Treue kannst du mit einem anmutigen Pokémon spazieren gehen. Erlaubt sind Pikachu, Pipi, Enton, Pachirisu, Vanaira, Haspiro und Driftlon. Willkommen mit einem von ihnen wieder. Ich habe weder ein... Ja, ich kann meinen Haspiro und meinen Enton mitnehmen. Ich hole schnell meinen Enton. Moment, ich mach's offscreen, bis gleich. Okay, ich habe meinen Enton jetzt dabei und jetzt müssen wir eigentlich da rein können. Ja, ich möchte mit Entertainment spazieren gehen. Oh Gott. Okay. Ah ja, hier findet man Items. Die Heimpower TM43. Das steht auch eins in meiner... Ja, das ist eine Attacke, die im Moveset gehört. Welches Pokémon eigentlich... Weiß ich nicht, welches Pokémon... Soll das sein? Egal, ich schaue es mir später an. Oh, ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wohin ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir ohne zu zögern. Haha. Ja, wir beiden. Juhu. Irgendwie erinnert mich das an die gelbe Edition. Da rennt einem auch ein Pikachu hinterher. Sprich mit deinem Pokémon. Man findet erst sogar Items. Echt? Also findest du ein Item?
Entertainment schaut dich zärtlich an. Ich werde dich Tunte zerquetschen. Okay. Da ist ein Typ mit seinem Driftlon. Das sind Ruinen aus längst vergangener Zeit. Und hier ist ein Item aus längst vergangener Zeit. Eine Spuktafel. Die Kraft besiegt der Giganten. Speist diese Tafel mit Energie. Alles klar. Ich kann nur. Das ist ja gar nichts. Betrug! Super Ruinen aus längst vergangener Zeit. Das haben wahrscheinlich noch die Dinosaurier gemacht oder sowas. Das sind so Dinosaurierhöhlen. Mann, ich find's bescheuert, dass meine B-Taste spackt. So kann ich nicht schnell rennen. Oder ich kann nur für eine kurze Zeit rennen. Hier geht's raus. So, kann man sich hier. Oh Mann, ich bin zu behindert, ich kann mich nicht hinsetzen. Seht ihr das? Naja, das sind die First World Problems. Ich kann mich nicht auf eine Bank hinsetzen. Und hier ist TM 45, Anziehung. Naja, ich wollte Geheimpower Frau Löwe, glaube ich, beibringen. Und Anziehung oder Anziehung Frau Löwe. Geheimpower oder Anziehung. Ich wollte mich von einer von beiden Attacken entscheiden. Ich tendiere zu Anziehung. Ich komme mit meinem Bonneurer jeden Tag hierher. Hier kann es laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Aha, okay. Gut, und mehr gibt's hier, glaube ich, auch nicht, oder? Kommt man hier oben irgendwo hin? Okay, da kommt man nicht hin, glaube ich. Nee, da kommt man nicht hin, aber diese Ruinen, die interessieren einen, glaube ich, auch nicht besonders. Naja, gut. Dann verlassen wir jetzt den Park der Freude. Hast du vielleicht ein Item bei dir, Entertainment? Oh, Entertainment hält etwas. Askiesel. Ach, das sind Dekorationen, die man hier finden kann, okay. Also wenn ihr Dekorationen finden wollt, hier im Park der Freude, findet euer Pokémon ein paar davon. Und war es schön? Bestimmt, dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich gehe gerne mit Entertainment spazieren, das macht so viel Spaß. Auf dem Platz der Treue kannst du mit anmutigen Pokémon spazieren gehen. Ich bin erschüttert, sie haben meine Pokémon nicht akzeptiert. Oh, armes Garados und Stalos, das ist doch diskriminierend. Das stimmt. Ich würde gerne mal mit einem Stalos zur Park der Freude gehen, naja. Oh, so viele Reporter, na komm. Ja, mein Anton, ich fand mein Anton total Bidizer. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt ins Pokémon Center und im nächsten Part werden wir die Arena von Herzhofen machen, denn ich glaube, die Arenaleiterin müsste jetzt in ihre Arena zurückgekehrt sein, da wir den Wettbewerb ja jetzt gemeistert haben und uns als würdig erwiesen haben. Zuvor lag ich Entertainment allerdings wieder in die Box rein, weil den habe ich ja nur mitgenommen, um in den Park der Freude rein zu können. Okay, du kommst hier rein und ich glaube, ich nehme Macholo wieder mit. Falls wir ein Pokémon brauchen, das Stärke-Zertumera kann. Gut, sind die Pokémon geheilt von uns? Ich glaube schon. Ja, genau. So, okay, ja, wir haben in diesem Part keinen Pokémon-Kampf gemacht, allerdings ein Pokémon-Wettbewerb, das ist doch auch was. Gut, im nächsten Part geht's allerdings wieder weiter mit der Story. Und zwar werden wir die Arena machen von Herzhofen. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Anke-LP. Ciao. Energetisch, Webdefinitionen, die energieliefernde Prozesse betreffend. Alles klar.